Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Der Boden ist Lava zusammen mit meinen Stream-Zuschauern. Vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren und viel Spaß! Und sage jetzt Arena betreten, all. Und jetzt sind alle Leute hier unten in der Arena drin. Verteilt euch in der Arena, verteilt euch, Leute. Oder ich kick euch weg hier, bam. Oh, ich merke gerade, der Handschuh macht sogar ein bisschen Schaden. Also seid gewarnt, ihr solltet hier besser runtergehen. Denn ich gebe jetzt allen so einen Thanos-Handschuh. Und sage jetzt Arena, Lava, nix, 2. Okay, die Lava kommt mit doppelter Geschwindigkeit. Und sie kommt jetzt, Leute. Ihr müsst euch jetzt nach oben begeben. Ihr könnt natürlich versuchen, euch gegenseitig zu töten mit dem Handschuh. Aber der Handschuh ist eigentlich dafür da, um euch gegenseitig in die Lava zu stoßen. Ich sehe schon, da unten ist jemand reingeflinkt. Passt auf, die Lava ist jetzt gefährlich. Und jeder andere Spieler ist auch gefährlich. Ihr könnt euch im Nahkampf einfach runterstoßen. Da fliegt schon der Erste. Aber einmal runtergefallen, ist noch nicht gleich gestorben. Ihr müsst es halt nur wieder hochschaffen und hoffen, dass ihr nicht an der Lava sterbt. Und da kommt die Lava schon mit doppelter Geschwindigkeit. Also es wird gefährlich. Leute, die es auf der Säule hier geschafft haben, die sind auf jeden Fall etwas sicherer. Oh, jemand ist smart und springt auf den Kronleuchter rauf. Auch nicht schlecht. Und da wir keine Orbs haben, kann man den Kronleuchter auch nicht runterschießen. Das heißt, um dich da runterzuholen, müsste jemand zu dir kommen. Und da hätten eigentlich nur noch die Leute, die hier sind, eine Chance. Und oh, alles klar, du hast dich hier hochgebackt. Okay, ich glaube, wir haben schon einen Gewinner gefunden. Gucken wir mal, was hier noch weiterkämpft. Da unten sind schon Leute gestorben bei dem Versuch, zu mir hochzukommen. Aber zu mir lasse ich niemanden hoch. Die kick ich persönlich runter. Da sind zwei. Oh nein, er hat sich noch gerettet. Ich dachte, beide fliegen runter. Hier steht, chillt einfach. Ich glaube, das King Castra chillt einfach da oben, während die da unten kämpfen. Meinetwegen, Team ist erlaubt. Ich sage dazu nichts. Das Einzige, was ich nicht erlaube, ist, dass Leute zu mir kommen. So, ich mache aber mal hier diesen aus und komme jetzt einfach mit No-Clip rein. Weil dann kann ich die Lava berühren. Ihr könnt mich nicht kicken. Ich kann euch aber kicken, wenn ich will. Dann gucken wir einfach mal, wer als letztes überlebt. So, wir haben hier noch King Castra. King Castra... Oh, die schlagen sich nicht. Okay. Wen haben wir noch? Wir haben hier hinten auf dem Kronleuchter steht niemand mehr drauf. Ist er gestorben? Runtergesprungen? Wie ist denn das passiert? Roblox Ben ist hier noch. An der... Oh, wo ist... Okay, das wird ziemlich knapp, merke ich gerade. Wie sieht es für King Castra aus? King Castra ist tot. Okay, ich glaube, wir haben einen Gewinner. Ich glaube, wir haben einen Gewinner und der ist gerade hier hinten gestorben. Als allerletztes. Okay, ich mache die Lava weg. Lava weg. Ob alle Leute sind in der Arena gestorben. Wir haben aber einen Gewinner. Das Blöde an diesem Der Boden ist Lava-Spiel ist, wir können halt schlecht tracken, wer jetzt der letzte Überlebende war. Aber wir wissen es ja. Er stand da hinten in der Ecke. Uch, ich mach mal hier ein Dings aus. Oh, danke für die 20 Robux an Werder58. Freut mich sehr. Roblox Ben? Ist er noch in der Lobby drin? Roblox Ben. Okay, es gibt keinen Roblox Ben. Ach Mensch. Warum bist du rausgegangen? Okay, Roblox Ben hat warum auch immer das Spiel verlassen. Und ich habe ihn dann nach dem Livestream noch einen Game Pass abgekauft, wie ihr hier sehen könnt. Jetzt aber weiter mit dem ganz normalen Video. Arena-Kampf startet und er geht dann sofort los. Und jetzt solltet ihr einmal kämpfen. Das wird jetzt ein relativ schneller Arena-Kampf. Die Lava kommt jetzt sofort, aber sie ist sehr langsam. Christoph R2D2 ist gestorben. Meines ist es gestorben. Hier unten wird immer noch gekämpft. Leute, die Lava müsste eigentlich schon unterwegs sein, oder nicht? Hallo, Lava? Ja, da unten ist die Lava. Aber die Lava ist sehr langsam, okay. Sie ist sehr langsam. Ich habe ihr Geschwindigkeit 1 gegeben. Hier wird wieder gekämpft. Okay, noch 8 Spieler sind am Leben. Maxi ist cool, ist dabei. Hier oben wurde wieder getötet. Blutrünstige Killer hier alle. Und wer wird dieses Duell gewinnen? Alles klar. So, noch 6 Spieler. Wo sind denn diese 6 Spieler? Warte, es gibt eine Person, die sich wieder nach da oben glitscht. Ich ist derselbe. Nee, ist es nicht. Aber, na gut. Dann gibt es eine Person, die versucht, sich hier hoch zu glitschen. Dann gibt es eine hier, eine da. Also 1, 2, 3... 4, 5. Wo ist die 6. Person? Ach, da unten. Auf dem Kronleuchter. Alles klar. Aber der Kronleuchter wird langsam gefährlich. Der hängt nur noch an 2 Seilen. Wenn noch ein Seil durchgeht, dann könnte es sein, dass der anfängt zu wackeln. Theoretisch könnten Leute auch mit dem Orb auf den Kronleuchter schießen und den zum Wackeln bringen. Und wenn der Kronleuchter zu sehr wackelt, verliert man das Gleichgewicht und fällt runter. Oh, der eine Kronleuchter ist nicht mehr runtergekommen. Oi, ja, der hat sich wohl selbst verkeilt. Hier wird gekämpft. An der Wand wird gekämpft. Alles klar. Nicebird ist gestorben. Jemand hat sich diesen Spot erkämpft. Ich glaube, das wird auch der Gewinner. Ich glaube, das wird der Gewinner. So hoch wird die Lava niemals steigen. Wenn er es schafft, da oben zu bleiben, dann hat er gewonnen, auf jeden Fall. Denn auch hier, okay, alles klar. Mal gucken, ob die jetzt gegeneinander kämpfen. Hier wird es noch einmal spannend. Pony, kannst du mir ein Pad zum lauter X-Pads geben? Wie soll ich dir Pads geben, wenn ich gar keine Pads habe? Und, okay, ihr teamt irgendwie, meinetwegen. Aber es kann nur einen geben. Alles klar. Das ist dann auch der eine, den es geben kann. Und jetzt ist es wieder so ein Stehduell. 4 Spieler. Einer da, einer auf dem Kronleuchter. Eigentlich überall, wo jemand sein kann, ist jemand. Jetzt sehen wir eigentlich, welcher der Camping-Spots am besten ist. Und ich glaube, es wird knapp zwischen der Banane hier und dem Ombre hier oben. Ich komme einmal mit No-Clip wieder rein. Oh, danke an die Donation. An Grummel Grummel für die 7 Robux. Vielen Dank. So, dann kann ich auch einmal die Namen sehen. So, Luca oder... Name? Name kommt gar nicht.
Ist der Name hier irgendwie drin oder so? Azrael. Ach so, okay. Luca oder Azrael könnten gewinnen. Das hier wird knapp. Hier wird irgendwann die Lava dich verschlecken. Verschlecken. Die Lava wird dich verschlecken. Haha. ja, sie wird dich verschlecken. Genauso hier, wo es auch schon passiert. Ah, ich glaube, die Statue wird dich nicht mehr lange retten. Du könntest versuchen, es zu dieser Statue rüber zu schaffen, aber... good luck dabei. Es wird auf jeden Fall sehr knapp. Ich versuche mir hier irgendwie einen Überblick zu verschaffen, aber es... Na. Und er springt rüber. Schafft er es? Schafft... Ne, an die Wand schaffst du es nicht. Dann, Moin ist gestorben. Noch drei Spieler verbleiben. Azrael, Luca und hier ganz, ganz knapp... Ganz knapp, Sebastian ist die nächste Person, die sterben wird. Das Springen wird dir nicht mehr helfen. Die anderen sitzen noch viel sicherer als du. Es tut mir leid, du bist damit dann wahrscheinlich Geschichte. Aber du kannst echt lange durchhalten mit dem Springen. Vielleicht muss ich die Lava wirklich mal umcoden. So, hier oben wird jetzt schon jemand zusammengequetscht. Das wird knapp. Ah, es wird wirklich knapp. Oh, Luca ist in die Flammen gefallen. Die geben Fettschaden und damit ist er gestorben. Und LS-Player Azrael hat gewonnen. GG. Nicht das erste Mal, dass du gewinnst. Ich glaube sogar nicht mal das zweite Mal, dass du gewinnst. Alles klar. Conny, kannst du mir helfen in YouTube-Studio? Nee, kann ich nicht. Ich habe heute im Stream sehr oft darüber geredet, dass ich keine Zeit für gar nichts habe. Azrael chillt da einfach oben, will gar nicht runterkommen. Okay, dir werde ich dann noch deine 50 Robux donaten. Arena einmal wieder zurücksetzen und dann TP, Mi, Alice Player, nee, Azrael. Verlassen oder was? Alice Player, Azrael. Ich weiß immer nie, was ist der Spitzname und was nicht. Ich glaube, Alice Player ist der normale Name. TP, Mi, LS. Ja, LS war richtig. Ich verwechsel das beides immer. Azrael, dann zeig mir deinen Stand, damit ich dir donaten kann. Jetzt erstmal gucken. Achso, du musst deinen Stand erstmal claimen. Okay. Komm, du kriegst von mir 90 Robux. Muss mal das sein hier. 50 Robux. Mach 10 oder 20. Nee, ich mach 90. Warum sollte ich dir so wenig donaten? So, wir starten jetzt noch mal einen Speed-Arena-Kampf. Und dann... Reicht es auch mit Arena-Kämpfen für heute? Arena-Kampf. True. 10 Sekunden, bis es losgeht. Eine Sekunde für die Wallhacks. Eine Sekunde für die Lava. Und die Lava kommt mit dreifacher Geschwindigkeit. Also müsst ihr euch auf jeden Fall beeilen. So. Ich muss gar kein Command eingeben. Ich bin irgendwie blöd gewesen. Aber ich gehe jetzt schon mal mit Noclip durch. Eine Sekunde. Wallhacks sind aktiviert. Ich sehe jetzt schon mal alle Leute. 19 Spieler verbleibend. Und die Lava kommt schon. Niemand ist gestorben. Das erste Mal, dass niemand gestorben ist, bevor die Lava kommt. Aber jetzt sterben die ersten beiden Personen sind gestorben. Alice Player auch. Der Gewinner aus der letzten Runde. Jemand ist hier hochgegangen. Also wirklich, ihr solltet euch darüber Gedanken machen, die Leute rauszuholen aus dem Game, die jedes Mal an solche Spots gehen. Also, wenn ihr gewinnen wollt, dann müsst ihr dafür kämpfen, dass Leute, die an solchen Positionen sind, wie Ray gerade, auch rausgenommen werden. Ihr habt Orbs, ihr könnt auf sie schießen. Okay, L30VV hat gerade auf seinen Homie hier geschossen, aber du könntest jetzt mal auf Ray da hinten schießen. Ich weiß, mit den Orbs ist es nicht leicht zu treffen, aber wenn man trifft, wird die Person weggebounced und dann landet Ray auf jeden Fall in der Lava. Also, ich schlag vor, ihr schießt jetzt auf Ray, weil sonst habt ihr auf jeden Fall verloren. Ray hingegen kann aber auch versuchen, auf euch zu schießen und das macht sie auch. Aber ich weiß gar nicht, wie leicht es ist, von dort aus zu treffen. Ah, und Ray versucht sich in die Ecke zu fliehen. Mit dem kleinen Skin natürlich auch ein Vorteil, ne? Wenn man weniger getroffen werden kann. Es wird hier heiß, es wird hier hell, noch vier Spieler verbleibend. Eine Person ist in meinem Loch drin und damit wirst du von mir persönlich getötet, so wie ich es angekündigt habe. So, und jetzt gibt es hier einen Kampf am Kronleuchter und Ray wird dadurch gewinnen. Ray hat gewonnen, weil niemand es geschafft hat, Ray rechtzeitig auszuschalten. GG, damit hast du jetzt, glaube ich, das dritte Mal oder so gewonnen. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht auch das zweite Mal. Naja, dann sagen wir jetzt Arena zurücksetzen und du bekommst von mir dann noch ein paar Robux zurück. Okay, TP, Mi. Ich weiß deinen Namen nicht. Ah, nee, V und nicht X. Okay. So, und dann zeig mir mal deinen Stand, Ray. Der Skin sieht irgendwie auch nicht legit aus. Mit dieser Laufanimation sieht das sehr weird aus. Danke an die Robux, an Alice Player für die 7 Robux. Vielen Dank. Ray, du bekommst von mir dann nochmal 200 Robux. Du hast sehr oft jetzt schon gewonnen und hast auch sehr oft anderen Leuten donated. Dementsprechend kannst du das auch mal haben und ich will mal gucken, ob es funktioniert. Du hast 11.975 Prestige. Ich donate dir. Das wird dann natürlich verarbeitet erstmal für eine Weile. Und dann müsstest du jetzt 12.175 Prestige haben. Ja, es funktioniert. Also auch wenn man Donations bekommt, kriegt man so viel Prestige, wie man donated bekommen hat. Aber damit würde ich dann noch sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!